Willkommen zu der nächsten DataGuard Masterclass. Heute mal eine Besonderheit, ein anderes Gesicht, nicht Dr. Stefan Brink oder Barbara Thiel, sondern das bei LDA haben wir heute hier mit Caroline Loy, die auch frisch, wie ich gerade erfahren habe, jetzt Pressesprecherin ist. Caroline, es freut mich, dass du heute bei uns bist. Wir haben ein, glaube ich, sehr interessantes Thema mitgebracht. Pay-or-K, Pur-Abo-Modelle, eines der heißesten Themen gerade. Das ist insbesondere angestoßen durch eine Initiative von drei Aufsichtsbehörden, Norwegen, Hamburg, den Niederlanden, um eine verbindliche Entscheidung des ETSA herbeizuführen. Und das Thema wird gerade viel diskutiert. Aber vielleicht kannst du mal für die paar wenigen, die noch nicht wissen, was Pay-or-K ist, vielleicht mal kurz erläutern, worum geht es überhaupt bei Pay-or-K? Ja, sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung natürlich. Grundsätzlich, ich glaube, gesehen hat es schon jeder, denn wir kommen ja gar nicht mehr drum herum, muss ich sagen. Das sind diese Einwilligungsbanner, auf denen wir jetzt die Wahl haben, entweder akzeptieren oder wir schließen ein kostenpflichtiges Abo ab. Die meisten werden sich damit auch noch nicht tiefergehend auseinandergesetzt haben, sondern sehen, aha, hier sollte ich auf einmal etwas bezahlen. Letztlich ist es so, dass wir bisher Banner hatten. Wir hatten früher die Variante mit nur okay und dann hatten wir die Variante mit akzeptieren oder ablehnen oder Einstellungen. Und jetzt haben wir eben die Variante, in der man sagen kann, die Alternative zur Erteilung einer Einwilligung ist es jetzt zu sagen, ich schließe ein kostenpflichtiges Abo ab. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das denn rechtmäßig? Also kann man das denn als gleichwertige Alternative zur Erteilung einer Einwilligung ansehen? Ja, und diese Frage stellt sich umso mehr, als wir jetzt eine Entscheidung des EuGH haben in einer anderen Sache. Da ging es um das Bundeskartellamt und um Meta. Und da hat der EuGH so ja nebenbei im Prinzip gesagt, dass das durchaus möglich sein kann. Zumindest kann man es so lesen. Und das war jetzt auch der Anlass, dass die von dir genannten Behörden, also die Niederlande, Norwegen und Hamburg, ein sogenanntes Artikel 64er Verfahren gestartet haben, um eine Stellungnahme des Europäischen Datenschutzausschusses zu bekommen. Ja, und an der Stellungnahme, da arbeiten wir momentan. Also ich darf für das BI-LDA auch mit im Drafting-Team sitzen, neben den drei Antragstellenden und neben der Luxemburger und der französischen Aufsichtsbehörde, um uns das mal ein bisschen genauer anzuschauen.